Oh, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der eBay Kleinanzeigen Fails. Die letzte Folge kam ja wirklich sehr gut bei euch an. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ich werde sie euch jetzt hier oben rechts beim i verlinken. Schaut sie euch unbedingt an. Sie war, ja, lustig, aber auch echt traurig. Doch jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit der neuesten Folge. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mit der Kategorie an. Zum Glück gibst du deine Kaninchen ab, denn es kann ihnen bald nur besser gehen. Verkaufe Kaninchen. Verkaufe zwei süße Kaninchen, beide für 60 Euro mit Käfig. Wow. Also das nenne ich ja mal einen Käfig. Wollen wir das Foto mal analysieren? Also ich sehe zwei Kaninchen, was ja schon mal positiv hervorzuheben ist. Aber in so einem Mini-Käfig mit einem Häuschen, einer Trinkflasche, ja, und einem Futternapf, das war es dann auch. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du die Kaninchenhaltung aufgegeben hast und deinen Kaninchen hoffentlich bald ein artgerechtes Leben ermöglichst. Naja, machen wir direkt mal mit dem nächsten weiter. Kaninchen mit Zubehör. Ich habe ein Kaninchen mit Käfig und komplettes Zubehör und Transportkasten zu verkaufen. Schauen wir es uns einfach mal an. Also, nee. Leute. Also, ich glaube, ich muss los, ey. Das geht ja mal gar nicht. Sorry, Leute. Ich muss jetzt echt erstmal eine Runde um den Block koppeln. Einfach, um meinen Frust abzulassen. Doch analysieren wir erst einmal das Foto. Also ist ja schon mal toll, dass hier ein doppelsteckiger Käfig vorhanden ist. Aber auch das ist natürlich viel zu klein für zwei Kaninchen. Ich weiß ja nicht, ob die Besitzer vielleicht selbst auf dem Boden schlafen, aber da ist so wenig Einstreu, das sieht aus, als wenn überhaupt kein Kaninchen mehr drin leben würde. Doch leider, vorne unten hockt doch wirklich noch so ein kleines armes Geschöpf mit einer super tollen Trinkflasche, die zu einem Viertel voll ist. Also ich will auch da nicht wissen, wie lange diese Flasche wohl schon da hängt und nicht gereinigt oder nachgefüllt wurde. Falls ihr denkt, das war's schon, nein, nein, es gibt noch viel mehr so schreckliche Anzeigen. Und zwar diese. Ich biete drei Kaninchen von Ende Februar an, da mein Sohn eine Allergie gegen die hat. Macht mir ein faires Angebot. Ja, wie hältst du denn bitte deine Kaninchen? Also, du denkst wohl auch, wir sind nur Kuscheltiere? Vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen, dass du ein faires Angebot machst. Und zwar, dass wenn deine Kaninchen in eine gute Haltung kommen, du sie auch umsonst abgibst. Falls ihr denkt, das war schon alles, kommen wir zur nächsten Kategorie. Kaninchenzubehör, welches eigentlich direkt in die Tonne gehört. Beginnen wir direkt mit dem Kaninchen-Starter-Set. Das kann ja nur was Gutes heißen, oder? Biete hier ein Kaninchen-Starter-Kit mit Stall, Heurauf, Trinkflasche und Futternapf. Wow, sogar ein ganzer Stall? Ja, Moment, aber das sieht doch nicht aus wie ein ganzer Stall. Das ist ein lächerlicher Käfig. Also da leidet wohl jemand unter Gehirnverkalkung. Ich glaube, den Rest des Zubehörs brauchen wir uns da gar nicht mehr genau angucken. In diese praktische Tränke mit Klappdeckel passt 1 Liter Wasser. Man kann die Tränke ganz bequem von oben befüllen. Na, da haben wir ja was ganz Tolles für die ganz Faulen gefunden. Da muss ich aber ganz dringend los. Ich bin absolut kein Fan von diesen Teilen, aber was ihr euch mal bewusst machen müsst, auch diese Teile müsst ihr täglich entleeren, neu befüllen und auswaschen. Also bitte ab in die Tonne damit. Danke. Kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie. Ich setze meine Kaninchen auf die Wiese und alle denken, ich würde sie gut halten. Dieses Phänomen ist tatsächlich recht häufig zu beobachten. Manche geben sich mehr Mühe und manche, so wie der hier, eher weniger. 6 Kaninchen, ab auf die Wiese, Gitter drüber, super Haltung. Dann hätten wir noch die Kaninchenbesitzer, die ihre Tiere gewinnbringend verkaufen wollen und denen wirklich alles egal ist. Kaninchen, verschiedenen Alters und Farben, 2 bis 13 Monate, keine Rücknahme oder Gewährleistung, 10 Stück noch zu haben. Allein diese Beschreibung zeigt mir schon, dass er die Kaninchen für Objekte hält, die er einfach nur gewinnbringend veräußern möchte. Doch schauen wir uns auch nochmal das Foto dazu an. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen, oder? Also immerhin hat er die Türen noch geschafft aufzumachen. Ich schreibe einfach einen hohen Preis in die Beschreibung, damit meine Kaninchen wertvoll wirken. Mir ist schon bewusst, dass als Preis einfach nur die Zahlen 1 bis 7 eingegeben wurde. Aber muss das sein? Könnt ihr nicht einfach durch eine gut, tolle, artgerechte Haltung glänzen? Holly, kannst du mal bitte weggehen? Danke. Leute, ich habe euch natürlich jetzt jede Menge nicht so tolle Sachen gezeigt. Aber bitte bedenkt auch, es gibt auch ein paar Leute, die ihre Kaninchen über eBay-Kleinanzeigen abgeben, die das eigentlich am liebsten nicht machen würden. Und die wirklich ein gutes neues Zuhause für ihre Kaninchen suchen. Deshalb möchte ich euch zum Abschluss noch ein Beispiel zeigen. Der wahre Tierliebhaber. Zahmes, zutrauliches Zwergkaninchen. Wir müssen leider unser zahmes und zutrauliches Zwergkaninchen Yoshi abgeben, da seine Schwester verstorben ist. Er ist ca. 2,5 Jahre alt und kastriert. Wir suchen für ihn ein Zuhause mit Artgenossen und Außenhaltung mit viel Platz und Freilauf. Das klingt nicht nur glaubwürdig, er hat auch noch schöne, viele Fotos dazu gepackt, wo man einfach sieht, wie das Kaninchen bisher gelebt hat und dass es auch schon Frischfutter kennt, was nicht selbstverständlich ist. Okay, das war es noch nicht. Wir haben noch ein paar lustige Anzeigen. Jede Menge Leute verkaufen auch Kaninchen aus Stahl.
Oh mein Gott, wir werden immer mehr von Robotern ersetzt. Wow, und hier ist jemand so richtig stolz darauf, dass er sein Kaninchen in Schockstarre versetzen kann, dass er uns ein Foto von einem Foto zeigt. Abzugeben, männliches Kaninchen. Wir würden uns für ihn wünschen, dass er nicht in der Wohnung in einem kleinen Käfig sitzt. Bei uns ist er zwar auch in einem Stall, aber mit täglichem Auslauf im Garten. Natürlich soll euer liebes Kaninchen nicht in einem kleinen Käfig gehalten werden. Aber was macht ihr besser? Ihr haltet euer Kaninchen draußen in einem Stall, in einem kleinen Stall alleine? Leute, ich weiß, dass viele Leute sagen, dass die Außenhaltung das Beste ist und es eigentlich egal ist, wie alles andere drumherum ist. Doch dem ist nicht so. Es kommt auf viel mehr Faktoren an, wie Futter, Auslauf, Platz und dass man dem Kaninchen die Möglichkeit gibt, seine natürlichen Bedürfnisse auszuleben. Kaninchen mit Stall und Zubehör. Abzugeben in liebevolle Hände. Ja, ich sehe, das ist natürlich ein wunderschöner Stall. Ich hoffe wirklich für die beiden, dass sie einen tollen neuen Besitzer finden. Ich drücke beide Pfoten. Ich glaube tatsächlich, dass jeder, der diesen Kanal abonniert hat, liebevoller ist als du und sein Kaninchen auch weitaus mehr bietet. Falls du noch nicht zur Hasenbanden-Community gehörst, würde ich mich über ein Abo und vielleicht auch einen Daumen auf dieses Video freuen. Cleet, möchtest du den anderen hier nicht erzählen, dass der Two-Face jetzt eine neue Freundin hat? Ey, psst, Hazel, das darfst du doch noch nicht verraten. Das ist doch noch ganz geheim. Was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar.